Was geht ab, meine lieben Leute? Ich bin's, Kaito Aki, und ich begrüße euch alle ganz herzlich zu einem weiteren Detektiv Conan Spoiler-Video. Wir wussten einige Sachen bereits, unter anderem, dass Kasami einen Auftritt hat. Wir wussten auch, dass Rumi Wakasa, Fräulein Kobayashi und die Detective Boys auf einer Chicken Ranch sind. Aber das war's. Jetzt kommen wir zu den krassen Spoilern. Also, wir wissen, dass Kasami mit einer Leiche eingesperrt ist. Er ruft seinen Freund, aber auch seinen Vorgesetzten an, nämlich Amuro. Er soll ihn da irgendwie rausboxen. Zur gleichen Zeit kommen sich Fräulein Kobayashi und Rumi Wakasa ein bisschen näher. Sie sprechen über die Liebe, unter anderem über Shiratori. Shiratori bedeutet so viel wie weißer Schwan, weißer Vogel und so weiter. Und dann ist man irgendwie so auf Karasuma gekommen. Karasuma, Crow, Krähe. Rumi Wakasa hat gesagt, dass sie sich damals als Kind was im Fernsehen angeguckt hat und fasziniert war. Dann kam sie so ein bisschen entsprechend. Karasuma könnte wer sein, der schwer zu erreichen ist, der gerissen ist, der vielleicht lustig ist, der Leute wirklich erhellen kann, zum Leuchten bringen kann, aber auch jemand, der Fraktionen bilden, formen, aber auch nach vorne bringen kann. Also laut dieser Beschreibung scheint es hier nicht wirklich nur um Krähen zu gehen, wenn ihr wisst, was ich meine, sondern um Renya Karasuma, den Anführer der schwarzen Organisation, den Boss, den unbeschreiblichen Boss der schwarzen Organisation, der ultimative Endgegner. Das ist krass und gerade mit dieser Zählweise, die Rumi Wakasa hier an den Tag legt, scheint sie ihn wirklich zu kennen. Und das heißt auch nicht, dass sie irgendwie negativ über ihn spricht, sondern so schon fast eher in so einem Fanboy-Modus. Das heißt, sie sortiert bzw. sie gesteht ihm Eigenschaften zu, nach dem Motto, es könnte ja so sein, aber es klingt irgendwie, als ob sie das wirklich zu 100% nicht vermutet, sondern eher bestätigen möchte. Das ist auf jeden Fall ein gefährliches Spiel, denn diese Eigenschaften, so diese Anführereigenschaften, charismatisch, er kann Fraktionen formen, nach vorne bringen, ist auf jeden Fall etwas, was man nicht unterschätzen sollte. Gerade wenn man dazu noch gerissen ist, ein bisschen intelligent ist und so weiter und so fort. Das ist auf jeden Fall eine ziemlich krasse Sache. Zumal ich euch ja auch gesagt habe, dass wir das Debüt haben. Die Premiere, die gefeiert wird, und zwar das offizielle Aufeinandertreffen von Rumi Wakasa und Amuro. Wir wissen, Amuro hat ja schon Gelegenheit, mit dem einen oder anderen Rum-Kandidaten zu sprechen. Ihr wisst auch meine Meinung über Rum. Ihr wisst ganz genau, welchen der drei Kandidaten ich für realistisch halte, der dann quasi dann auch Rum ist. Also, ihr wisst es, ich brauche es nicht sagen, guckt euch 20 Videos an, die ich dazu gemacht habe. So, und Rumi Wakasa saß quasi so ein bisschen versetzt von Amuro. Amuro kam zu Conan, hat ein bisschen mit ihm gesprochen und Rumi Wakasa hat auf einmal ihr Auge aufgerissen. Und das war nicht so ein Augenaufreißen nach dem Motto, okay, mein nerviger Nachbar ist da, sondern die Person, die kenne ich. Ich habe irgendwie so ein bisschen Respekt, Angst vor dir. Das heißt auf jeden Fall, eine Vertrautheit konnte man aus diesem Blick sehen. Ja, man konnte die wirklich spüren, diese angespannte Atmosphäre. Wir wissen natürlich nicht, in welchem Zusammenhang das Ganze ist. Aber das sind schon mal phänomenale Spoiler. Renya Karasuma, Conan natürlich auch direkt alles belauscht und Renya Karasuma, der Boss der schwarzen Organisation, im Endeffekt hat er mich geschrumpft, Anokata, schwarzes Organisationsding, Apoptoxin 4869 und so weiter und so fort, weil Jin ist ja im Endeffekt lediglich die Exekutive der Organisation, also kann man schon so herleiten, dass Anokata ihn geschrumpft hat. Eine ziemlich geile Sache und irgendwie kommen wir jetzt wirklich immer mehr voran im ganzen Rumfall, ja, der Rum-Arc, der war irgendwie damals schon irgendwie so ein bisschen aufgemacht worden. Wir haben Theorien gemacht und jetzt nähern wir uns aber anscheinend wirklich mehr oder weniger dem Erwachen, dem Ende der Identität von Rum. Und jetzt ist natürlich die Frage, Rumi Wakasa spricht sehr, sehr positiv über Anokata, als ob sie ihn kennt. Ist das ein Zeichen, dass sie ein Organisationsmitglied war, immer noch ist? Macht sie das, um Leute zu täuschen, um aus der Reserve zu locken? Aber warum? Ja, mit welcher Funktion, mit welchem Sinn, was hat das Ganze zu bedeuten? Ist das eine Finte von Gosho Aoyama? Ist es einfach die Wahrheit? Wir erinnern uns, so viele Anokata-Theorien zu damaligen Zeiten wurden gemacht. Wir alle haben uns blenden lassen, ich auch. Und irgendwie hatte man immer andere Theorien gehabt. Ist es vielleicht genau das Gleiche oder ist es vielleicht wirklich Rumi? Wir wissen es nicht. Rumi, Rum, ja, es würde natürlich in diesem Kontext natürlich sehr, sehr naheliegen, dass natürlich die Nummer 2 einer Organisation den Chef, also Anokata, in den höchsten Tönen lobt. Aber ist es das wirklich? Gab es vielleicht noch eine andere Intention dahinter?
ist sie wirklich rum oder nicht? Wir haben andere Kandidaten und ihr wisst, jeder hat so seine Motive. Kuroda hat ebenso Motive, genauso wie Wakita, und ihr kennt meine Meinung über rum. Kanenori Wakita gemacht. Und Kanenori Wakita sollte uns eigentlich allen was sagen, denn es ist der zweite Schüler von Kogoromori, der im Sushi-Laden arbeitet, der auch zufälligerweise mal beim Professor Agasa geklingelt hat, um in Erfahrung zu bringen. Ah, wie sieht's denn mit den Nachbarn aus? Wissen Sie vielleicht Bescheid? Und das ist die Theorie, das Rätsel, was geknackt wurde mit einem Anagramm, mit Silbenlesung. Und ich denke mal, kann es wirklich Zufall sein oder steckt da wirklich mehr dahinter? Ich für meinen Teil finde es wirklich extrem geil und ich glaube persönlich auch daran, dass Kanenori Wakita ist. Alleine schon, weil Wakita, Kuroda und auch Rumi Wakasa uns in den Fokus gestellt wurden als Rum-Kandidat. Rumi und Kuroda schließe ich definitiv aus. Von daher blieb für mich eben nur noch Wakita übrig. Das ist auf jeden Fall noch eine schöne Theorie, die das Ganze so ein bisschen stützen kann. Denn wir wissen alle, Gosho Oyama platziert nichts umsonst. Der letzte Punkt, den ich auf jeden Fall nochmal gesagt haben möchte, ist die Anspielung. Ja, bei Hiroe Kuroda war es ja der Name an den damaligen Daimyo. Und hier haben wir auch eine Anspielung. Und zwar ist es diesmal das ganze Charakterdesign, was an den einäugigen Boxlehrer Danpei Tange aus dem Manga Ashita no Joe erinnert. Aber noch eine viel bessere Sache, die man sich vielleicht so ein bisschen zusammenwürfeln kann. Und zwar ist dieser Charakter im Endeffekt ein ehemaliger Boxtrainer, ja, der dann natürlich auf einen Schüler trifft, ihn dann auch ausbildet und so weiter und so fort. Das ganze Szenario können wir. Und hier könnten wir auch eventuell eine Assoziation bilden, beziehungsweise einen Zusammenhang finden, ja, mit Amuro. Warum schreibt denn Rom Amuro an? Warum denn nicht Jin? Warum denn nicht Korn? Warum denn nicht Chianti und so weiter und so fort? Das heißt, man könnte also auch sagen, dass Kanenori Wakita eventuell eine nähere Bindung zu Amuro hat, als wir denken. In Anbetracht der Punkte, die wir hier im Video aufgelistet und erklärt haben und natürlich auch mit den anderen Videos, lässt mein Detektiv Conan Herz gar nicht anderes zu, als zu dem Schluss zu kommen, dass es sich bei Kanenori Wakita um Rum handelt. Schreibt mir mal eure Meinung in die Kommentare, was glaubt ihr, wäre es Rum? Ich habe meinen Tipp schon in mehreren Videos abgegeben, da bin ich mir auch ziemlich sicher, aber ich bin auf jeden Fall sehr, sehr interessiert daran, die Wahrheit zu wissen, ja, die Wahrheit zu erfahren, denn ich täusche mich gerne, muss ich sagen, und ich bin mal gespannt, was der liebe Gosho daher zaubert. Also, die Spoiler zu Kapitel 1051 lassen viel vermuten. Vielleicht ist das ja sogar schon der Anfang vom Ende, die Enthüllung von Rom in dem nächsten Fall, der mit Kapitel 1051 anfängt. Wir wissen es nicht. Ich bin gespannt. Schreibt mir mal in den Kommentarbereich, was haltet ihr von der ganzen Sache. Ich fasse mal ganz kurz zusammen. Also, Kasami ist eingesperrt mit einer Leiche. Ruft Amuro an. Das erste Aufeinandertreffen von Amuro und Rumi Wakasa. Rumi Wakasa hat ihn auf jeden Fall, ich sag mal, so ein bisschen begutachtet, und zwar nicht in der netten Nachbarmanier, sondern eher so, Moment mal, ich habe Respekt, ich habe Angst vor dem, ich kenne den. Das heißt also, eine Atmosphäre der Vertrautheit war definitiv zu erkennen, ja, gerade wenn man sich diese Panels anguckt. Ziemlich nice. Des Weiteren spricht sie quasi eigentlich über die Liebe, über Shiratori, über einen Vogel. Von Vögeln kommen sie dann auf Anokata zu sprechen, über Karasuma, um genau zu sein. Und sie spricht sehr, sehr positiv von ihm. Ist natürlich ein möglicher Hinweis, dass sie vielleicht Rumi sein könnte. Aber ich wiederhole mich immer noch gerne. Ihr wisst meine Meinung zu der ganzen Thematik. Ihr wisst, wen ich als Rum erachte, und ich kann schon mal vorwegnehmen, das ist nicht Rumi, aber durch diese Hinweise muss man auf jeden Fall Rumi immer noch in Betracht ziehen. Wie gesagt, Kanenori Wakita, Hiroe Kuroda oder Rumi Wakasa, eine von den drei Personen ist definitiv Rum. Das ist das Einzige, was wir zu 100% wissen, und diese Spoiler sind mehr als episch. Das heißt also, unabhängig davon, ob Rumi jetzt Rum ist, haben wir also eine zu 99%ige Bestätigung, weitere Charaktereigenschaften zu Anokata, nachdem wir auch eine Charaktereigenschaft hatten von, erinnert euch zurück an diesen Kirchenfall, wo alles verschneit war, wo auch Komei aufgetaucht ist, wo Kuroda angerufen hat, wo auch Conan direkt mit Amuro gesprochen hat, Moment mal, wie sieht es hier mit Rum aus, und er gesagt hat, ja, Rum ist ungeduldig. Da hatten wir also eine Charaktereigenschaft für Rum, zu Rum, und jetzt haben wir halt Eigenschaften für Anokata, für einen geborenen Anführer. Und das ist eine Sache, die ziemlich geil ist. Langsam aber sicher kriegen wir immer mehr Sachen, langsam aber sicher Schluss mit dem ganzen Herumgeeier. Wir kommen wirklich bald zum Punkt, und für alle Leute, die sich fragen, wann wird Detective Conan enden, schaut euch den Podcast an.